Orden existierten, als das Kloster angegriffen wurde, einmal nur, im Jahre 1612 von den polnisch-litauischen Truppen. Alle Angriffe wurden zurückgeschlagen, das Kloster wurde nicht eingenommen, die Mönche, Soldaten, die aus Moskau geschickt worden waren, die Einwohner aus den Dörfern verteidigten es alle zusammen, aber alles, was sich neben dem Kloster, aber außerhalb der Mauern befand, wurde zerstört und niedergebrannt. Die Dörfer, die ganzen Städte, Werkstätten, Gemüsegärten. Dann baute man die Neustadt. Das Gelände wurde verdoppelt, von 6 bis 12 Hektar. Diese Mauern sind 11 Meter hoch, 7 Meter stark. Vielleicht haben Sie bemerkt, dort gibt es Rängen, die Galerien. Die Verteidiger konnten dort rasch und von Feinden unbemerkt laufen. Und es gab auch dort kleine Räume für die Verteidiger. Wenn es Überfälle wäre, dann könnten sie dort hier sein. Das war nach dem Bau der zweiten Mauern die größte Festung im russischen Norden. Aber nie haben diese Mauern Feinde gesehen. Nach dem Bau von der zweiten Festung wurde das Kloster nie angegriffen. Und hier gibt es keine Gebäude, denn hier befanden sich Gemüsegärten, Werkstätten, die aus Holz waren. Auch kleine Freunde, wirtschaftlich.